echt schlecht. Vielleicht habe ich dich ja falsch eingeschätzt. Schwamm drüber. Ich will mich nur bei euch revanchieren. Toll. Komm vorbei. Wir müssen über deine Rolle hier bei uns reden. Naja, mal gucken. Ich bin ja doppelter Agent. So, Rahim, du warst hier hinten, glaube ich. Genau. Treppe hoch. Pass auf, dass du draußen nicht von ihnen eingekesselt wirst. Oh, muss ich jetzt anders rumlaufen, oder was? Ist doch doof. Aran war mal eine wirklich schöne Stadt, weißt du? Bin ich blöde? Na, ist egal. Einmal im Kreis laufen. Nee, nichts weiter. Okay, ist erledigt. War ein Kinderspiel. Sonst noch was? Tja, mal überlegen. Rahim, du bist schlau genug, um gefährlich zu sein, weißt du? Omar hat mir von deinem Plan fürs Nest erzählt. Sprengsätze. Echt jetzt? Wie? Sprengstoff? Hab ich nie gesagt. Du warst noch nie ein besonders guter Lügner. Ich weiß, was ich tue. Ja? Hältst dich wohl für unsterblich? Du bist nicht meine Mutter. Nein, Mutter ist tot. Also sei besser ein bisschen netter zu mir. Außer mir hast du keine Familie, gerade jetzt, wo Amir uns auch noch verlassen hat. Du bist Jade, ja? Genau. Ich wollte mich nur bei dir bedanken und dir sagen, wie leid mir die ganze Geschichte tut. Ich verdanke dir und Amir mein Leben. Ja, genau. Du willst dich revanchieren? Sorg dafür, dass mein Idiot von Bruder nicht drauf geht. Kein Sprengstoff, Rahim. Ja, Mutti. Also, was ist denn dein Problem? So, reicht das? Kann ich jetzt mit Bracken sprechen? Zieh dich erstmal um. Neue Klamotten sind in deinem Zimmer. Nummer 194. Was ist mit meinen Sachen? Für Brackens Mission brauchst du was Passenderes. Sag Bescheid, wenn du dich umgezogen hast. Naja. Mal gucken, was ich hier anziehen soll. Hier. Oh, was ist denn jetzt los? So, jetzt. Hier was Schönes für mich. Nein. Was ist hier der Blumentopf? Ach ne, hier. Naja, warum nicht? Okay. Ja, ist okay. Achso, halten. Einfach mal lesen. So, frische Kleidung. Ja. Gut, Rahim. Ich bin bereit. Wo finde ich Bracken? Nicht so schnell, Mann. Wenn du hierbleiben willst, müssen wir sehen, ob du das Zeug dazu hast. Los, ab zum Fitnessbereich. Fitnessbereich? Was soll denn das heißen? Ist ganz oben. Bloß ein paar Treppen hoch. Natürlich. Wie steigt ein Zombie die Treppe runter? Du hörst wohl nie auf. Na? Pointe? Kommt nicht. Arschloch. Okay, ist aber ohne weiter. Lass dir schmecken, mein Junge. Ist hier noch was? Nein, nein. Ja, mach mal ganz vorsichtig hier, mein Kleiner. Da ist Starksturm und so. Mhm. Rahim, ich sehe dich nicht. Wo steckst du? Ganz nah. Schön. Na, worauf wartest du denn? Komm rüber. Drücke RB, um zu sprinten.
Ach nee, zu springen. Sie benötigen die Sprungtaste RB für vertikale Bewegungen. Schauen Sie eine Kante an und halten Sie die Sprungtaste RB gedrückt, um sie zu greifen. Sie können diese Aktion während des Gehens, Laufens, Springens oder Fallens durchführen. Okay. Das habe ich schon mal. Sieht schon geil aus, so die Umgebung, ja. So weitsichttechnisch habe ich natürlich auch schon. Ja gut, das ist glaube ich bei jedem heutzutage fast. Ab hoch da. So, jetzt wird die Rand. Alter, wie krank musst du sein, das so zu machen? Ziehst du einfach mal rein. So die Höhe und der Wind und so und oh, oh, oh. Da würde mir anders werden. So. Willkommen im Fitnessbereich. Zuallererst musst du lernen zu rennen. Was meinst du mit lernen zu rennen? Mach einfach, was ich sage, ja? Okay, jetzt spring da runter. Bist du verrückt? Das wäre Selbstmord. Sei kein Feigling. Spinnst du? Das meinst du doch nicht ernst. Schau zu. Rahim! Mein Bein! Rühr dich nicht! Ich hol Hilfe! Ha! Du bist darauf reingefallen! Du blöder Arsch! Was? Verstehst du keinen Spaß? Ja, überhaupt. Los! Jetzt mach, dass du hier runterkommst! Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Alter, hast du dir mal die Höhe reingezogen, Junge? Scheiße! Scheiße! Adrenalin pur, was? Aber das war lustig. Alles. Es kommt noch mehr. Um zu überleben, musst du das Gelände ausnutzen. Die meisten Fresser können nicht klettern, also je schwieriger das Terrain, desto besser für dich. Ich habe ein paar typische Situationen vorbereitet. Mal sehen, wie du dich schlägst. Abieter. Manchmal ist es besser, durch die niedrigen, engen Gänge zu kriechen. Da können die Fresser nur schwer folgen. Okay. Ah, RB. Da haben wir umgewöhnen. Und jetzt? Da? Ne, hier. Hier. Nicht langsamer werden, während du läufst. Ja, ist gut. Bleibst du draußen stehen, bist du tot. Nicht schlecht! Für einen Neuling! Halt deine Lappe! Wusste ich. Wie komme ich jetzt wieder hoch? Shit! Und runter. Ach hier, guck mal, Leiter. So, warte mal. Oh nein! Und nochmal. Komm schon. Jetzt. Also gut. Rauf auf das Gerüst dort. Und fall nicht runter. Es gibt hier kein Netz. Mein Lieblingstrick. Katzensprung und Hochsterben. Kannst du das nicht? Hältst du keine 10 Minuten durch. Ja, wie? Ja. Das hat schon ein bisschen was von Assassin's Creed, würde ich sagen. Was schauen in der Nähe befindliche Vorsprung mit RS an? Halte LS und RB gedrückt, um dorthin zu springen. Ah, hat er hingekriegt. Loslassen und dann wieder hindrücken.
Und versaut. Nein. Hoch. Und nochmal das Ganze. So. Ja, jetzt kletter doch erstmal nach rechts, mein Junge. Zack. Shit. Da muss er noch üben, mein. Das muss er noch üben. Wie komme ich da jetzt wieder hoch? Achso, wieder die gleiche schönen Weg machen. So, zack. Ich muss RB gar nicht gedrückt halten, wenn ich hier hin und her springe. So. Und zack, bitte. Ja, yeah, so geht das. Und hinter. Und jetzt? Gut gemacht. Okay, Zeit für den richtigen Test. Zurück zum Kran und nutze beim Laufen alles, was du findest. Schön, wo geht's zum Kran? Da geht's zum Kran. Los, ab hoch da. Okay, das reicht. Du bist ja ein echtes Naturtalent, Mann. Das ist einfach kein. Hast du? Kaum. Abgesehen vom Sportunterricht in der Schule. Genau. In dem Fall bist du ein echtes Genie. Sowas habe ich noch nie erlebt. So, ich bin beim Kran. Was jetzt? Achso. So. Achso, andere Seite. So, und nochmal rüber rennen. Was passiert mit mir? Crane? Crane? Sag doch was! Was ist denn los? Irgendwas stimmt nicht. Rahim! Was ist mit mir passiert? Oh, Scheiße. Du hast bestimmt deinen ersten Anfall. Komm hierhin zurück. Ja, du bist lustig, Junge. Ich bin ja in 80 Milliarden Höhen und ich sei da hin und her zurück. Das wird nicht schön. Das wird nicht schön. So, wo jetzt? Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Wo waren die Einstiegsluke? Ah, shit, wo war die? Wo war die? Wo war die? Hier ist nur Wasser, hier ist bloß das. Hä? Achso, siehst du? Hier ist er. Rahim, was zum Geier war das? Heißt das, ich... Ich verwandle mich? Ich glaube nicht. Diese Anfälle sind eine Folge der Infektion. Du solltest aber bei Dr. Zara vorbeigehen. Er wird dich untersuchen und dir wohl Antizin spritzen. Ehe du zu Zara gehst, solltest du mit dem Quartiermeister reden. Der staffiert dich neu aus, damit sie dir draußen nicht die Rübe abbeißen. Hm. Ich könnte wetten, der wird noch irgendwann richtig. Der wird sterben und ich werde noch irgendwann zum aufgedeckt, dass ich ein Verräter bin und dann gibt's ordentlich. In der Fresse. Oh, wie weit denn man noch? Achso, nee, hier war schon richtig die Etage. Also hier hinter, ja. Na, dann gib mir mal ein paar Sachen. Aufzug zum Runterfahren. Wo soll ich denn hinfahren? Ich denke, ich soll hier Waffen kriegen und nicht zur Ärztin fahren. Na, ist egal. Also gut.
Schlumpf. Sie haben mir einen richtigen Job gegeben. Und niemand ahnt, dass ich nicht der bin, für den ich mich ausgebe. Soweit, so gut. Und sobald Dr. Sarah mir hilft, diese Infektionsanfälle loszuwerden, wird's mir noch besser gehen. Ich bin echt mal gespannt, wie die Story sich entwickelt. Oh, was denn jetzt? Alter! Warum hängt denn das jetzt? Ih, pfui, Deibe, was ist denn jetzt hier los? Wenn ich mir überlege, dass die Anforderungen vom Spiel weit unter dem sind, was ich habe, ja? Und dass klein Kevin da draußen nicht klarkommt. Ey, was ist denn, man, warum hakt denn das jetzt mal so? Das kann aber nicht sein, das hat die ganze Zeit nicht so gehakt. Ich habe keinen Bock, die Grafik noch runterzuschrauben. Wozu auch? Du hast ja auch nicht mal viele Optionen, die du dir anstellen kannst. Sichtweite. Wenn ich die runterschraube, bringt mir, glaube ich, auch nichts. Ah, nee. Nein. Grafik. Sichtweite machen wir mal halbieren. Alter, da ist doch irgendwas anderes gerade. Das kann doch nicht wahr sein. So, ich hoffe, jetzt klappt es, aber ich habe irgendwie nicht das Gefühl. Warum stockt denn man das jetzt hier so eklig? Na, ich spiele mal kurz ein Stück weiter. Ah, Sie sind der neue Späher. Rahim hat Sie per Funk angekündigt. Genau, ich heiße Crane. Namen merke ich mir erst, wenn jemand eine Weile überlebt hat. Hier, das ist für Sie. Übrigens, im Turm erzählen Sie, dass Sie bloß essen und Antizin schnorren wollen. Soll heißen, die Leute mögen Sie nicht besonders. Nehmen Sie es Ihnen nicht übel. Das ist nur der übliche Lagerkoller. Und da auch noch die Funkverbindung mit der Außenwelt gestört ist, mangelt's hier nicht an Paranoia. Entweder die Stadt hilft sich selbst oder keiner tut's. Wenn Sie mir oder Spike aber Sachen aus den GRI-Paketen bringen, ändern die Leute ganz schnell ihre Meinung. Das Zeug ist lebenswichtig. Danke, ich werd's mir merken. Sonst noch was? Hab's eilig. Also, wenn Sie gemocht werden wollen, dann sollten Sie sich nützlich machen. Wer den Leuten hilft, ist gleich beliebter. Vielleicht finden Sie sogar eine Frau. Für die kalten Nächte. Tja, im Gegensatz zu dir wahrscheinlich eher. Dietrich, rostige Rohrstange. Nehmen. 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 Mir geht dieses Stocken gerade ziemlich gegen Strich. Aber ich gehe davon aus, dass egal was ich runterstelle. Es nichts bringen wird. Doch. Aber wieso jetzt auf einmal und vorhin nicht? Ich verstehe es nicht. Habt ihr noch was für mich? Nee, gut. Kann natürlich sehen, dass es noch ein Patch kommt. So gegen sowas, so Mini-Ruckler oder so. Ich weiß es nicht. Ich hoffe es. Oder vielleicht muss ich mal meinen Rechner einfach mal wieder aussaugen. So zwecks Wärme und so. Ja, mal gucken. Gesicherter Bereich auf Deutsch ist erstmal ohne Waffe. Schade. Du willst raus, ja? Ja klar. Okay, Neuling, sei vorsichtig. Wir haben schon zu viele verloren. Hm.
It's blending.